Wir haben Entwickler Warhorse Studios auf der Gamescom 2016 besucht und frische Infos zum Schleichsystem von Kingdom Come Deliverance präsentiert bekommen. Dabei schreibt das Open-World-Rollenspiel den Realismus wieder groß. Einfach per Knopfdruck in den Stealth-Modus wechseln ist also nicht. Außerdem konnten wir erstmals einen Blick auf Dolche, Speere und Hellebarden werfen. Eine Kostprobe der neuen Waffen gab es natürlich auch. Die Stealth-Mechanik wurde uns anhand einer Mission präsentiert, die wir kurz vor einer großen Schlacht starten können. Auf leisen Sohlen versuchen wir, das Heereslager der feindlichen Kumanen zu infiltrieren und so die Streitmacht des ungarischen Königs Sigismund zu schwächen. Der Sabotageeinsatz ist rein optional. Alternativ können wir den Truppen natürlich auch in voller Stärke gegenübertreten. Einen direkten Hinweis auf solche Zusatzinhalte gibt uns das Spiel übrigens nicht. Auf Nebenaufgaben wie diese müssen wir weitgehend selbst kommen. Wie genau wir vorgehen wollen, bleibt uns überlassen. So können wir uns durch ein Loch in der Barrikade in das Heereslager schleichen oder die Wachen mit einem Ablenkungsmanöver herauslocken. Allerdings gibt es auch eine viel elegantere Methode. Mit der richtigen Kleidung im Gepäck können wir nämlich auch ziemlich ungestört in das Lager spazieren. Dazu legen wir einfach die Uniform der feindlichen Kumanen an, die wir vorher von einem Reiter erbeutet haben. Der bestimmende Profilwert ist hierbei die Auffälligkeit unserer Rüstung. Dieser Wert beeinflusst, wie andere Charaktere auf uns reagieren. Die ungarischen Wachen halten uns so zwar für einen von ihnen, trotzdem kann es passieren, dass wir angesprochen werden. Dabei kommt die Sprachbarriere ins Spiel. Die Kumanen sind schließlich ein Volk aus Ungarn. Mit seiner tschechischen Muttersprache kommt unser Held daher nicht besonders weit. In diesem Fall helfen uns ein paar aufgeschnappte Brocken Ungarisch zum Glück weiter. Die Erfolgschance der Dialogoptionen zeigt uns der kleine Balken über dem jeweiligen Symbol an. Mit etwas Glück steht uns der Weg ins Lager nun offen. Neben der Auffälligkeit unserer Kleidung sollten wir für eine heimliche Vorgehensweise auf zwei weitere Werte achten. Zum einen gibt die Sichtbarkeit an, wie gut wir aus der Ferne gesehen werden können, der Geräuschwert wiederum verrät uns, wie laut wir uns in bestimmter Kleidung fortbewegen. Klirrende Kettenhemden und schwere Brustplatten sind für den Schleicheinsatz eben denkbar ungeeignet. Hier sollten wir also lieber zu leichter Kleidung und Schuhwerk aus Stoff greifen. Auf leisen Sohlen kommt uns vor allem der Dolch zugute, der uns auf der Gamescom erstmals im Einsatz gezeigt wurde. Das Meuchelwerkzeug ist keine Nahkampfwaffe im klassischen Sinne, sondern ermöglicht uns das lautlose Ausschalten von Gegnern aus dem Hinterhalt. Speere und Hellebarden sind ebenfalls neu in der Rüstkammer. Diese verleihen uns einen Reichweitenvorteil und erleichtern uns so Kämpfe gegen gewöhnliche Schwerträger, da wir diese auf Distanz halten können. Außerdem eignen sich die Stangenwaffen besonders gut, um Reiter vom Pferderücken zu holen. In engen Räumen wiederum taugen Speere und Hellebarden nix. Das besondere Hitbox-System des Spiels sorgt nämlich dafür, dass uns Hindernisse wie Haus- oder Tunnelwände beim Ausholen blockieren. Wie auch immer wir uns den Zugang zum feindlichen Lager verschafft haben, können wir nun das Essen der Kumanen vergiften und deren Waffenlager sabotieren. In der folgenden Schlacht treten wir so einer geschwächten Streitmacht entgegen, die zum Beispiel auf Bogenschützen verzichten muss.
Die Gamescom-Präsentation hat uns erneut einen guten Eindruck auf den aktuellen Stand von Kingdom Come Deliverance gegeben. Der grobe Rahmen steht ja bereits seit geraumer Zeit und sieht dank der CryEngine 3 richtig stimmig aus. Details wie das gut durchdachte Schleichsystem und die neuen Waffen runden den Titel zusätzlich ab. Ob das Rollenspiel die Balance zwischen Spielspaß und Realismus halten kann oder ob sich die Tschechen in zu vielen Details verlieren, dürfte sich also schon bald zeigen.